Mahlzeit, hallo, liebe Mystery Files Freunde. Was ihr hier gerade im Bild seht, das sind seltsame, rätselhafte und zum Teil riesengroße Bodenstrukturen in Saudi-Arabien und in Jordanien, also im Nahen Osten. Dort finden sich auch gewaltige Linien, Pisten, riesige Bodengebilde und riesige Geoglyphen, die seit Jahren schon erforscht werden. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, worüber ich hier schon einmal ein Video machte, was ich unten in der Beschreibung euch nochmal verlinken werde und hier auch als Infokarte. Denn es gibt über diese uralten Strukturen und Gebilde dort in der Wüste, die dort so einsam liegen, viele interessante Spekulationen und Interpretationen. Denn was hat es damit auf sich? Einige sind ganz klar für die Jagd bestimmt, andere scheinen völlig sinnlos zu sein. Und ihr seht ja hier gerade so ein kleines Filmchen von Google Earth am Laufen. Das ist von meinem Kollegen Bernd Gradwohl, der hat mir das mal geschickt. Und zwar beschäftigt er sich schon lange mit diesen Strukturen da, vor allen Dingen in der Wüste von Saudi-Arabien. Und diese seltsame Linie, die teilweise unterbrochen ist, liegt in der Nähe von Tafi in Saudi-Arabien und ist 5,8 Kilometer lang. Das ist schon ganz erstaunlich. Und ob das wirklich mit der Jagd irgendwie was zu tun haben sollte, wie andere Gebilde dort, das ist schon sehr fraglich. Aber ähnliche Strukturen gibt es zum Beispiel auch in Mauretanien, in Afrika bzw. in Westafrika. Und wofür diese Gebilde dort sind, auch darüber wird gestritten, weil sie sind teilweise doch sehr ähnlich gebaut, aber sie sind nicht mit Nazca in Peru, mit der Hochebene von Nazca in ihrer Bautechnik zu vergleichen. Man denkt natürlich als erstes an Nazca, an die Hochebene von Nazca. Ihr seht da ja gerade so ein paar Bildchen, die ihr natürlich alle kennt, weil hier in Saudi-Arabien zum Beispiel wurden diese Gebilde dadurch angelegt, dass rechts und links davon Steinreihen aufgetürmt wurden. Nicht immer, aber in sehr vielen Fällen. Und in Peru, beziehungsweise auch in Chile, da gibt es ja auch sowas, da wurde einfach die oberste Schicht des Wüstenbodens abgekratzt und so kam der hellere Untergrund zum Vorschein. Aber das ist schon ausgesprochen spannend, da diese Strukturen im Nahen Osten wesentlich älter sind. Sollen nach der langläufigen Interpretation der etablierten Archäologie als die seltsamen Strukturen, die Pisten, Linien und Figuren auf der Hochebene von Nazca. Sehr ähnlich ist aber im Vergleich zu Südamerika und dem Nahen Osten die Entdeckung dieser riesigen Gebilde, dieser riesigen Strukturen. Und zwar wurden im Nahen Osten wie auch in Südamerika diese seltsamen Gebilde in den 1920er Jahren aus einem Flugzeug heraus entdeckt. Ist natürlich klar, die sind teilweise ja so viele Kilometer groß, so viele Kilometer lang. Und wenn man sich dann einige hundert Meter hoch befindet über diesen Wüstenflächen, dann kann man natürlich so etwas in der Gänze perfekt sehen und auch perfekt erkennen. Es gab auch schon verschiedene Datierungen im Nahen Osten. Dort wird davon gesprochen, dass die teilweise bis zu 9000 Jahre alt sein könnte. Diese seltsamen Linien und diese seltsamen geometrischen Formen, das ist schon ganz enorm. Bei Nazca in Südamerika, da sprechen die Archäologen so ganz pauschal, jetzt mal grob gerundet, von 2000 Jahren, etwas über 2000 Jahre. Das wurde ja dort über Jahrhunderte dran gebaut und dran gebastelt an der Hochebene von Nazca. Im Nahen Osten war es natürlich genau. Aber es ist natürlich immer so eine Frage, die Personen damals schon im Nahen Osten, in der Steinzeit, wie konnten die eigentlich genau sehen, was sie da machen, weil diese Strukturen ja so riesengroß sind? Haben sie vorher irgendwelche kleinen Zeichnungen angefertigt und diese Zeichnung dann ins Gigantische übertragen? Wenn ja, wo sind diese Zeichnungen? Wie haben sie das gemacht? Oder konnten sie vielleicht sogar fliegen? Natürlich auch eine Interpretation und eine Spekulation, die natürlich auch für die Hochebene von Nazca gilt. Und hier ist es sehr interessant, was eine aktuelle Studie jetzt herausgefunden hat. Und zwar wurden die ältesten Baupläne der Menschheitsgeschichte genau dort entdeckt, in Saudi-Arabien und Jordanien, wo sich diese Strukturen befinden. Und zwar hier speziell die Strukturen, die sich Wüstendrachen nennen. Das sind Gebilde, die zur Jagd gedient haben, beziehungsweise zur Jagd gedient haben sollen. Auch mehrere Kilometer lang, und die führen dann quasi so in verschiedenen Formen quasi in ein Gehege oder in eine Grube, und dort wurde dann das Wild erlegt. Und auch diese Gebilde
Gebilde sind natürlich gigantisch. Und von diesen Gebilden wurden jetzt Felsgravuren gefunden an Felswänden dort in der Region, die exakt maßstabsgetreu diese riesigen Konstruktionen in der Wüste zeigen. Herausgefunden hat das ein internationales Forscherteam in einer umfangreichen Publikation, die ihr hier gerade so teilweise seht. Und sie sprechen davon, die ältesten bekannten maßstabsgetreuen Baupläne der Menschheitsgeschichte entdeckt zu haben. Baupläne aus Ägypten, also Jahrtausende später, oder sind Zivilisationen von Mesopotamien, sind absolut selten. Und dass hier Baupläne gefunden wurden, die die Archäologen auf 8000 bis 9000 Jahre datieren, das ist schon wirklich ganz erstaunlich. So lange haben sich diese Ritzzeichnungen in den Felsen offensichtlich dort erhalten. Klar, trockenes Klima, wenig Regen, gibt zwar Wind und so, aber sie konnten sie doch noch mit Vergrößerungen identifizieren. Eine Gravur ist zum Beispiel 3,82 Meter mal 2,35 Meter groß, eine andere, die sie nennen, ist nur im Vergleich dazu 80 cm mal 32 cm groß. Und diese würden maßstabsgetreu und exakt das zeigen, was die Archäologen aus der Luft sehen könnten von diesen sogenannten Wüstendrachen mit ihren gigantischen, oft kilometerlangen Strukturen und Linien. Und das ist für die beteiligten Forscher, unter anderem ein Deutscher, wirklich eine Sensation. Dieser deutsche Forscher ist Professor Dr. Frank Preußer von der Universität in Freiburg. Und er hat gesagt, auch in einer entsprechenden Pressemitteilung der Universität Freiburg, die Fähigkeit, einen großen Raum auf eine kleine, zweidimensionale Fläche zu übertragen, stellt einen Meilenstein im intelligenten Verhalten dar. Damit meint er natürlich, diese Entwicklung ist tatsächlich ein Meilenstein in der geschichtlichen Entwicklung der Zivilisation bzw. der Menschheit. Weil man muss immer im Hinterkopf behalten, das alles ist bis zu 9000 Jahre alt. Vielleicht sind einige Gebilde ja sogar noch älter. Und das ist schon wirklich ganz erstaunlich. Da konnten sie, wenn man sich das mal vor Augen führt, tatsächlich an Felswand nehmen und ritzen da etwas ein, 80 cm groß oder vielleicht über 3 Meter groß. So soll die Struktur aussehen. Und dann legen sie genau das, was sie auf eine flache Felswand geritzt haben, später in riesigen Maßstab über mehrere Kilometer auf dem Wüstenboden ganz exakt so an. Das ist wirklich ein Meilenstein, ja, so kann man es durchaus auch unterstreichen, in der Menschheitsgeschichte. Sie müssen also sich genau vorgestellt haben, wie sieht die Umgebung aus, wie sieht das in 5 Kilometer Entfernung aus, wie übertragen wir die entsprechenden Winkel, obwohl die natürlich nicht so genau sind, wie es ja auch immer so an den Zeichnungen seht, die ich aus der Studie hier einblende. Aber das alles müssen sie schon gewusst haben in einer großen kollektiven Zusammenarbeit damals in einer unendlich weit zurückliegenden Vergangenheit, wo ja so der frühere Klassiker, unsere Vorfahren noch in Höhlen wohnten, mit Keulen rumrannten und vielleicht einen Pelzmantel umgehabt haben. So ist ja das frühere Bild der Steinzeitmenschen heute schon längst revidiert. Wisst ihr auch von vielen Videos hier auf meinem YouTube-Kanal, weil die Steinzeitmenschen waren natürlich genauso schlau oder genauso dumm wie wir heutzutage. Was diese Strukturen in Saudi-Arabien und in Jordanien tatsächlich alles in ihrer Gänze so sind, das ist bis heute ein Rätsel. Klar ist, dass einige wirklich zur Jagd von Wild gedient haben, was dann quasi so trichterförmig reingejagt wurde und dann war es dort eingefärcht, eingesperrt und sie konnten das Wild dann in Massen erlegen. Aber andere Gebilde, da streiten sich tatsächlich noch die schlauen Leute, was haben unsere Vorfahren sich dabei gedacht, so etwas dort anzulegen. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Thema, denn je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, je spektakulärer werden dann doch schon die Entdeckungen in der Entwicklung von unserer Kultur, unserer Zivilisation. Ich wollte euch auf diese kleine Neuigkeit mal hinweisen. Gebt mir gerne ein Feedback, lasst ein Abo gerne hier, wenn ihr noch keins habt und natürlich einen kilometergroßen Daumen nach oben, wenn euch das Thema gefallen hat. Tschüss, ciao, euer Lars.